Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter! Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte! Hallo, liebe Kundin! Hallo, Einkaufsroboter! Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich. Tasche! Ja, Schorsch! Mamas Handtasche ist eine Tasche! Diese Tasche ist die falsche Tasche! Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen. Diese Tasche ist die richtige Tasche. Ja. Bitte Artikel einscannen. Piep. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Piep. Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Und wie ist es jetzt? Artikel ist zu schwer. Fehler, 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 das Fehler. Doch nicht. Fehler, jetzt aber. Fehler. Und wie ist es jetzt? Fehler. Und Fehler. Drückt auf den Knopf an der Seite! Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. Viele Fehler! Oh nein! Der Einkaufsroboter ist kaputt! Entschuldigt, ich bin zurück! Wer ist der Nächste? Na super! Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen! Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Peppa und ihre Familie sind in den Supermarkt gegangen, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Piep. Mit diesem speziellen Gerät können sie die Lebensmittel während des Einkaufs scannen. Wir haben Kartoffeln, Milch, Brot. Oh, Achtung, Peppa! Und Bohnen. Tut mir leid, Herr Bulle. Der Supermarkt schließt in 2 Minuten. Bitte begeben Sie sich zur Kasse. Wir müssen uns beeilen. Dieser Einkaufswagen hat ein mega wackeliges Rad, Mama. Nimm den hier, Peppa. Der ist weniger wackelig. Aber das Gewackeln macht doch Riesenspaß. Wackeln, wackeln. Denn du meinst? Aber ich wette, meiner ist schneller. Machen wir ein Rennen. Oh, wirklich? 1, 2, 3, los! Schon ist sie fort. Warte auf uns. Jetzt brauchen wir Cornflakes. Schnell, Schorsch. Erledigt. Peppa und Schorsch gehen in Führung. Und was jetzt, Papa? Käse. Hab ihn. Piep. Jetzt Pasta. Piep. Trauben.
Piep! Tiefkühlerbsen. Hier, bitte sehr. Piep! Und als letztes fehlt uns nur noch Toilettenpapier. Oh. Das Toilettenpapier befindet sich ganz am anderen Ende des Supermarkts. Hallo, liebe Kunden! Der Supermarkt schließt in wenigen Augenblicken. Jetzt aber schnell! Pass auf! Wir laufen zu schnell! Peppas Familie hat das Toilettenpapier gefunden. Sogar richtig viel Toilettenpapier. Na gut, Leute, der Laden hat jetzt definitiv geschlossen, sobald das ganze Toilettenpapier bezahlt wurde. Peppa und ihre Familie lieben es, im Supermarkt einzukaufen. Insbesondere Toilettenpapier. Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Oh. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier. Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Und mit ein wenig Spielzeugladenmagie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je! Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Warte auf uns, Peppa. Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh. Was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Oh. Whee! Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Peppa und Schorsch helfen heute Papa Wutz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag Tschüss. Tschüss. Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera. Viel Spaß.
Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig. Also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Woods Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Woods einen Blumenfilter gelegt. Sag tschüss. Oh. Und Opa Woods bekommt einen schicken Hut. Peppa, Schorsch und Papa Woods sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Woods möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gerne alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseidenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht.
Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, George, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten. Und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! George hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Nachdem George den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Shores Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich! Oh. Dinosaurier! Keine Sorge, George. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran. Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte. Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und George drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Schraubenzieher? Danke, George. Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei. Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und George liebt Dinosaurier. Hurra! Aha, da ist einer. Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Karaoke. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Was ist das, George? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Park,
Schorsch liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Whee! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? Schorsch gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, Schorsch? Nein! Oh, puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mimmel. Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Ui! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mimmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mimmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm.
Oh je, für Frau Memmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen! Fertig! Dann geht es los! Oh. Ups, ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Ja. Und das. Ja. Und natürlich das. Ja. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Sonne. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käseschokoladentafel. Piep, yum, yum. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig. Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein. Mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war. Wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück.
Denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlampfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mimmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Peppa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch. Warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Mann. Wird nass? Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wär's mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui! Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama! Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Stopp! Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsen nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen! Oh, hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki. Bereit? Ja! Nein. 5 gegen 1. Und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Tja, endlich bin ich trocken. Nein, ich verliere. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch! Fahren wir nochmal! Ja! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Ja! Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gemacht. Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow.
Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh. Ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt! Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Woods Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Es steckt wieder fest. Böse Ananas. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh nein, mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay. In diesem Raum steht ein Schwebebalken.
Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Wie? Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, Schorsch. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Ah, gute Idee. Geschafft. Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Ziemlich cool, oder Peppa? Peppa, Schorsch braucht neue Schuhe, nicht du. Oh, ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Wir brauchen neue Schuhe für Schorsch. Schorschs Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für Schorsch das perfekte Paar. Hurra! Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja klar, weil Schorsch ist ein Baby. Nein. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, Schorsch? Schuhe. Das hier sind Bowling-Schuhe. Schorsch geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowling-Schuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, Schorsch? Schuhe, Schuhe. Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. Die sind wahnsinnig laut. Wie bitte? Schorsch liebt es, großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut. Schuhe. Das sind Clownschuhe. Schorsch liebt Clownschuhe. Die sind zu groß. Und Schorsch ist ja sehr klein. Schuhe. Schorsch probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel? Sandalen? Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe! Dinosaurier! Das sind
sind Pantoffel, Schorsch. Das sind keine Schuhe. Schuhe! Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe! Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen die hier, Frau Mümmel. Frau Mümmel? Ich bin hier drunter. Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Peppa und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Hui! Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund! Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Wow! Sind Vulkane echt, Madame Gazelle? Ja, klar. Ihr müsst aber auch keine Angst haben. Es gibt keine Vulkane hier in der Nähe. Hurra! Abgesehen von den Mini-Vulkanen, die wir heute für unser besonderes Wissenschaftsexperiment basteln. Zum Basteln der Vulkane brauchen wir Leim und Zeitungspapier wie das hier. Zuerst tunkt ihr das Papier in den Leim ein und dann klebt ihr das Papier an den Messbecher. Et voilà, ein Mini-Vulkan. Vulkane zu basteln macht allen großen Spaß. Der Leim ist aber sehr klebrig und macht schmutzig. Schon bald sind alle Vulkane fertig. Wundervoll, Kinder. Jetzt müsst ihr eure Werke noch anstreichen. Machen wir unseren Rotpeper. Unserer wird blau. Miau, grün, wie ein großer Baum. Echte Vulkane sind dunkel und grau mit roter Lava. Peppa und ihre Freunde geben ihren Mini-Vulkanen aber helle und bunte Farben. Jetzt ist es Zeit für das Wissenschaftsexperiment. Aber zuvor müssen sich alle Schutzhandschuhe,
Schutzbrillen und Schutzmäntel anziehen, damit sie auch sicher sind. Ihr seht alle wie hervorragende Wissenschaftler aus, Kinder. Yeah. Jetzt können wir endlich Lava machen. Aber keine Sorge, die Lava, die wir machen, ist gar nicht echt und äußerst sicher. Puh. Zuerst geben wir etwas Essig in unsere Vulkane. Passt auf, dass ihr nicht kleckert. Perfekt. Und jetzt gebe ich noch ein geheimes Zauberzutat in jeden eurer Vulkane. Keiner weiß, was die geheime Zauberzutat ist. Und zum Schluss nehmt ihr euren Natronbecher und gießt ein wenig Natron in euren Vulkan. Und dann tretet zurück. Madame Gazelles Vulkan bricht jetzt aus. Ganz wie ein echter Vulkan. Ihr seid dran, Kinder. Hurra! Wow! Die Lava ist rot. Unsere ist blau. Molly Mietzes und Gerald Giraffes Lava ist grün und schäumt gewaltig. Miau, ich glaube, wir haben zu viel Lava gemacht. Nein, Molly, ihr habt eine Schlammpfütze gemacht. Es hat allen richtig Spaß gemacht, Vulkane zu basteln. Aber bunte Schlammpfützen machen allen noch mehr Spaß. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge, ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je, alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht, auch nicht billig. Oh. Du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh, ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Hey. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Hallo, alle miteinander. Peppa und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die Rockenden Gazellen. Ich sehe echt gar nichts.
nicht. Ach, wie ist es jetzt? Hurra! Danke! Du meine Güte! Gerald Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Oh, hallo Peppa! Hallo Sauce! Gerald und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Und zwei, eins, zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Peppa und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Peppa? Ja! Macht es dir auch Spaß, Schorsch? Schorsch? Peppa und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch. Oui, alle tanzen zur Musik. Es ist, als wären wir in einem großen tanzenden Schwimmbad. Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen! Gut gemacht, Peppa. Dankeschön, danke. Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge, das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. Eins, zwei, drei, vier. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Peach, Patch, lass sie platzen, Seifenblasen, juhu. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Peppa und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitch, Patsch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Pitch, Patsch, Seifenblasen, lass die Seifenblasen platzen. Juhu! Hurra! Alle finden Madame Gazelles Konzert super. Und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander! Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich! Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh! Oh, und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart-Fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja. Wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi. Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts.
Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh. Nein, danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's. Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um. Ihr habt das alle sehr gut gemacht. Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Was ist ein Taco? Und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch. So wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch. So wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch. Plitsch, platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole! Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Oh. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand. Und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen.
Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich! Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo Oma. Hallo Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es einen Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh. Ah, hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort. Hier, bitte sehr. Obst und warme Milch. Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke. Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Oh, okay, Peppa, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Oh. Oh. Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Wie meinst du das?
Ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Peppa hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Peppa und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Oh, so und so spielt man Shuffleboard. Mein Puck liegt in der hintersten Zone. Dafür kriege ich einen Punkt. Wow. Peppa und ihre Familie lernen heute auf dem Kreuzfahrtschiff, wie man Shuffleboard spielt. So, Opa Wutz kann jetzt entweder meinen Puck wegstoßen oder seinen in das Dreieck schieben, um Punkte zu sammeln. Ich werde es versuchen. Opa Wutz hat den Puck von Oma Wutz in Schorschs Sandburg gestoßen. Das gibt 2 Punkte für mich. Darf ich auch mal? Ja, nimm den Q-Stab und schieb den Puck damit ins Dreieck. Oh, es hat sich fast kaum bewegt. Versuch es doch einmal mit etwas Anlauf. Gute Idee. Peppa nimmt einen Riesenanlauf. Aber der Sand ist sehr rutschig. Dafür kriege ich keine Punkte. Keine Sorge. Es geht darum, Spaß zu haben, nicht Punkte zu erzielen. Außerdem, beim ersten Mal ist niemand gut darin. Oh. Tolle Leistung. George. Ich muss es einfach nur weiter üben. Peppa probiert viele Sachen aus, um den Puck anzuschieben. Oh, meine Eistüte! Aber nichts scheint zu funktionieren. Hast du dieses Mal meine Eistüte verfehlt? Oh nein! Ich bin dran, Peppa. Bitte sehr, Oma. Omas Puck hat Peppas Puck in das Dreieck geschoben. Ich krieg 3 Punkte. Hurra! Peppa ist begeistert und will weiter üben. Aber es sind keine Pucks mehr übrig. Oh. Schorsch hat nämlich mit dem Puck seine Sandburg fertig gebaut. Alle spielen liebend gern Shuffleboard. Aber Schorsch baut noch lieber Sandburg. Herzlich willkommen in unserer Eisdiele. Heute ist es sehr heiß. Daher tun Peppa und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplit, bitte. Hurra! Was genau ist ein Bananensplit, Oma? Es ist eine Nachspeise. Zuerst schneiden wir eine Banane in 2 Hälften. Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht! Zermatsch nicht die Banane. Und Peppa gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Ups. Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplit, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Knickerbocker Glory. Ein Nicanori? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst,
Meringe und Sahne. Peppa und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Oh. Und jetzt könnt ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet ihr zwei denn gerne? Ein Regenbogeneis. Regenbogen. Peppa und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere, braun für Schokolade, gelb für Banane. Nana. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Oh. Peppa und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfütze und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch Vanille. Mein Lieblingseis. Peppa und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanilleeis haben sie immer noch am liebsten. Peppa und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden. Ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Oh. Interessant. Und sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Oh. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Schorsch, du Witzbold. Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten bitte. Nächster Halt, der Park. Stopp! Du hast uns vergessen. Komm zurück! Brumm. Brumm. Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups, Entschuldigung. Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh. Dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Dinosaurier, geh nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlammpfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlammpfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Vier Karten bitte. Viermal Popcorn bitte. Vier Getränke bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm
schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Okay, Mini. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je. Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch, ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht? Gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh! Wirklich! Wusch! Oh. Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und ihre Freunde sind heute im Park. Sie wollen sich gleich in einem Rollerrennen messen. Wer zuerst beim Baum ist, hat gewonnen. Achtung, fertig, los. Ich habe ein Rad verloren. Oh je, Mini. Oh, Entschuldigung, Herr Bulle. Wissen Sie, wie man einen Roller repariert? Oh ja, ich weiß wie. Ich weiß nämlich ganz viel über Roller. Herr Bulle weiß nicht viel über Roller. Ha, da stimmt was nicht. Keine Sorge, ich kenne mich mit Rollern sehr gut aus. Papa weiß wirklich ganz viel über Roller. Tada! Oh, prima. Wollen Sie bei unserem Rollerrennen mitmachen, Herr Bulle? Ehrlich gesagt bin ich noch nie mit einem Roller gefahren. Deswegen weiß ich auch so wenig über Roller. Aber es macht Spaß. Ja, man kann damit richtig schnell fahren. Und es ist viel besser als zu Fuß gehen. Meine Güte, das klingt ja wirklich nach einem Riesenspaß. Wir zeigen's Ihnen. Stellen Sie einfach einen Fuß auf den Roller und stoßen Sie sich ab. Genau so. Sieht ganz einfach aus. Oh. Wow. 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 Vergessen Sie nicht, sich abzustoßen, Herr Bulle. Hey, seht alle her. Ich fahre Roller. Juhu. Versuchen Sie jetzt, mit der Lenkstange zu lenken. Meinst du etwa so? Juhu! Ja! Yay! Yeah. Oh nein! Herr Bulle weiß nicht, wie man bremst. Sag mir, wie man bremst! Sie müssen dafür die Bremsen benutzen, Herr Bulle. Bremse? Das hier? Oh Mann, was ein Spaß. Fahren wir noch mal den Hügel runter. Ja!
Rollerfahren macht viel mehr Spaß, als zu Fuß zu gehen. Juhu! Juhu! Peppa und Herr Bulle sind müde vom Bergauffahren. Bergauf zu fahren ist anstrengender als hinunterzufahren. Ich fahre jetzt besser wieder hinunter. Gute Idee! Juhu. Herr Bulle fährt liebend gern Roller. Jeder fährt gern Roller. Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früher schließen. Ich habe ein Schnupfen. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh, eine super Idee, Peppa. Peppa hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Peppa hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir, was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Danke, Peppa. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad, nur für deine Füße. Okay, Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Peppa und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Das ist so entspannend. Peppa hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Boote, Frau Peppa. Ohne Spielzeug und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das werde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Pia, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Peppa muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Das ist ganz anders als meine übliche Massage. Das ist eine Peppa-Spezialmassage. Tschu-tschu. So, als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist eine Maske aus Schlamm. Ja, ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee. Peppa hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben große Schlammpfützen. Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Peppa liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Peppa und ihre Familie besuchen den Botanischen Garten. Die da ist hoch. Die riechen herrlich. Und dieses Blatt da ist auf Papas Kopf. Versucht euch am neuen kniffligen Heckenlabyrinth. Eintritt auf eigene Gefahr. Was ist das, Frau Mümmel? Das ist ein sehr kniffliges Heckenlabyrinth. Es ist ein langer Parcours mit vielen Ecken und Abzweigungen. Das Ziel ist der große Brunnen in der Mitte. Peppa und Schorsch sind begeistert vom neuen kniffligen Labyrinth. Ich bin Experte, was Labyrinthe angeht. Ich verlaufe mich so gut wie nie. Viel Glück! Auf geht's! Hurra!
Peppa und ihre Familie winden sich durch das Labyrinth. Es ist voller Kurven. Das Labyrinth macht allen großen Spaß. Oh, hier geht es nicht weiter. Oh je, gehen wir zurück und versuchen es anders, Papa Wutz. Oh. Papa Wutz? Ich bin hier drüben, Mama Wutz. Schorsch und ich sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Oh. Wollen wir uns beim Brunnen in der Mitte treffen? Gute Idee. Wer schneller ist. Guckt, Mama. Noch mehr hohe Blumen. Und tiefe Blumen. Peppa und Mama Wutz haben viel Spaß im Labyrinth. Aber Papa und Schorsch haben sich verlaufen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schaffen es. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Oh, hallo, Schorsch. Der Brunnen ist da drüben. Bei den großen Blumen mit den Blättern. Hurra! Na dann los! Jetzt haben alle die Mitte des Labyrinths erreicht. Hurra! Gut gemacht! Den ersten Teil des Labyrinths habt ihr sehr schnell bewältigt. Was ist der zweite Teil? Jetzt müsst ihr wieder nach draußen finden. Peppa und ihrer Familie hat das knifflige Heckenlabyrinth viel Spaß gemacht. Und den Ausgang zu finden, wird ihnen genauso viel Spaß machen. Peppa und Luzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkühli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha, lila. Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaub nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch... rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli. Oh. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich habe ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihr zwei werdet sehr gute Polizistinnen. Schorsch!
Schorsch gibt eine Pyjama-Party für Edmund Elefant und Linus Löffel, die bei ihm übernachten. Aufgepasst, ihr drei. Schlafenszeit. Keine Sorge, Mama. Ich sorge dafür, dass sie alle schlafen gehen. Danke, Peppa. Also los, ab in eure Schlafsäcke. Im Laufschritt. Peppa gefällt es, das Sagen zu haben. Gut gemacht, Peppa. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Das war nur ein Spaß. Oh. Ihr könnt jetzt noch nicht schlafen gehen. Ihr müsst davor noch viele lustige Dinge machen. Schorsch hat noch nie eine Pyjama-Party gegeben. Er ist begeistert. Als erstes gibt es einen Mitternachtssnack. Ah! Oh, ihr habt euch in Gespenster verwandelt. Wisst ihr, ich kenne eine Gruselgeschichte mit Gespenstern. Schorsch, Linus und Edmund lieben Geschichten. Das ist eine Gespenstergeschichte über eine kleine Schlammpfütze, die überhaupt nicht schlammig war. Paranormale Erscheinungen oder Gespenster, wie sie oft genannt werden, existieren nicht. Sie sind aus wissenschaftlicher Sicht unmöglich. Edmund ist ein Besserwisser. Er glaubt nicht an Gespenster. Darf ich etwas erzählen? Okay. Es war einmal ein riesengroßes Schwein. Und ein ganz kleiner Hase. Squeak, squeak, squeak. Und die sind sich ihr Leben lang hinterhergelaufen. Zu Ende. Das war eine gute Geschichte. Oh, mir fällt noch eine ein. In dieser geht es um... Schorsch, Edmund und Linus haben sich wieder in Gespenster verwandelt. Ach, Schorsch. Oh, wisst ihr, was jetzt kommt? Juhu! Wir müssen noch ganz lang aufbleiben. Bis, circa 100 Uhr. Bereit? Oh. Ich denke nicht, dass Schorsch versteht, was eine Pyjama-Party ist. Wie läuft es denn so, Peppa? Sie schlafen tief und fest. Gut gemacht. Dafür verdienst du dir einen Mitternachtssnack. Hurra! Schorsch und seine Freunde mögen Pyjama-Party-Spiele. Aber sie lieben es einfach zu schlafen. Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oh je, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen, und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Peppa möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht, die besondere Überraschung. Peppa und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Oh. Es ist da. Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass es dir schmecken. Danke. Oh, muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh.
Vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Ich liebe Nudeln. Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Ja. Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Takeaway. Jeder liebt chinesisches Takeaway. Peppa und ihre Familie sind heute zu einer Flugschau gegangen. Frau Mümmel ist mit einem Heißluftballon unterwegs. In der Luft sind überall Heißluftballons. Wow, so viele Heißluftballons. Eine Wolke, ein Brokkoli, ein Clown, ein Dinosaurier. Ja, gut erkannt, George. Was ist das? Das ist ein Doppeldecker, Peppa. Und was macht er da? Manche Flugzeuge können Nachrichten in den Himmel schreiben oder Bilder malen. Der Doppeldecker hat ein Bild von Peppa in den Himmel gemalt. Das bin ich! Hallo allerseits! Hallo, Dr. Hamster! Danke für das Bild im Himmel! Das habe ich gern gemacht. Weiter geht's. Oh, was ist das? Ist das auch ein Heißluftballon? Das ist ein Luftschiff. Es schwebt wie ein Ballon, aber es hat Propeller. Und damit fliegt es wie ein Flugzeug. Peppa und George finden das Luftschiff sehr aufregend. Habt ihr Lust auf eine Fahrt? Luftschiff. Das Luftschiff hebt ab und steigt hoch in die Luft. Guck nur, wie hoch wir fliegen. Achtung, eine Ansage der Pilotin. Wenn ihr rausguckt, seht ihr Vögel. Hallo, Vögel. Eine Wolke. Hallo, Wolke. Oh, und Dr. Hamster. Hallo nochmal. Da sind so viele Knöpfe. Oh ja, es ist sehr kompliziert, so ein Luftschiff zu steuern. Also drückt bitte bloß nicht auf einen Knopf. Mit dem Steuerhorn kann ich das Luftschiff in alle Richtungen lenken. Rauf, runter, nach rechts und nach links. Und über Funk können wir Ansagen machen, die alle Besucher der Flugschau hören können. Darf ich eine Bahnsage machen? Ich habe eine ganz wichtige Zahnsage zu machen. Na klar. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Ich bin in einem Luftschiff, das irgendwie wie ein Ballon ist, aber auch wie ein Flugzeug. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Flugschau. Oh je, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Eine Pilotenmütze für Peppa und George. Ich bin Pilotin Peppa. Peppa liebt die Flugschau. Alle lieben die Flugschau. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Oh. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aha. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April!
Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. Oh. April, April. Peppa liebt den 1. April. Jeder liebt den 1. April. Handspiel, das ist nicht erlaubt. Ups. Wieso pfeifen Sie, Frau Mümmel? Und was bedeuten diese Karten da? Ich bin Schiedsrichterin. Ich pfeife, damit alle hersehen. Wenn jemand einen Fehler macht, kriegt er eine gelbe Karte. Und wenn jemand Unsinn macht, kriegt er eine rote Karte. Oh, könnte ich das mal versuchen? Klar doch. Jetzt ist Peppa die Schiedsrichterin. Was ist los, Peppa? Dein Schuss eben war viel zu hart. Mandy kam gar nicht dran. Das ist doch kein Regelverstoß. Ich bin jetzt die Schiedsrichterin. Und ich sage, es ist einer. Oh je. Peppa ist gern Schiedsrichterin. Und ganz besonders liebt sie es zu pfeifen. Dein Schnürsenkel ist offen. Du lächelst ja gar nicht. Oh. Du wärst fast auf diese Blume getreten. Peppa findet unzählige Gründe, um abzupfeifen. Oh. Sie laufen zu schnell. Du schaukelst zu hoch. Dein Eis hier schmilzt viel zu schnell. Vorsicht! Dürfen wir jetzt mal spielen? Ich möchte schießen. Papa Wutz und Frau Mümmel halten sich nicht an die Regeln. Oh, Schiedsrichterin! Diese Ente ist so süß. Schiedsrichterin Peppa! Peppa hat so viel Spaß, dass sie das Fußballmatch ganz vergessen hat. Ups. Papa, das war falsch. So spielt man nicht Fußball. Du hast gerade ziemlich Unsinn gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch eine rote Karte. Tut mir leid, Peppa. Ich schätze, wir haben es übertrieben. Ist schon gut, Papa. Aber jetzt bist du dran, Schiedsrichter zu sein. Heute ist Sportfest in Peppas Spielgruppe.
Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Ich werde gewinnen! Oh. Ups. Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie! Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra! Du bist so schnell! Quiek! Oh nein! Ich hab verloren! Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen! Wuff! Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Peppa! Quiek, schneller! Peppa fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Peppa! Lass das Ei nicht runterfallen! Okay. Lauf langsamer, Klausi! Aber lauf nicht zu langsam! Langsamer! Schneller! Langsamer! Jetzt schneller! Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden. Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Ruff. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Hallo allerseits. Hallo, Pepp. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte. Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst.
Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je. Darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hol die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Und Baby Alexander freut sich, zu Besuch zu sein. Peppa hat heute Luzi Locke und Emily Elefant zu einem Spielenachmittag bei sich zu Hause eingeladen. Schorsch hat seinerseits Edmund Elefant und Linus Löffel zum Spielen zu sich eingeladen. Wir hätten wohl nicht alle diese Kinder am selben Tag einladen sollen. Kuckuck, wir sind's nur. Oh. Wir kommen später wieder. Lasst uns mit den Bauklötzchen ein Schloss bauen. Peppa und ihre Freunde haben beschlossen, mit bunten Bauklötzen zu spielen. Aber Schorsch und seine Freunde haben beschlossen, ein Spiel zu spielen, das mehr Lärm macht. Oh nein! Ein Dinosaurier! Lauf! Schorsch spielt liebend gern Dinosaurier. Nicht so schnell, Schorsch! Hab's gleich! Moment! So! Hurra! Aber Schorsch ist nicht besonders vorsichtig. Geht's dir gut, Peppa? Ja, mir geht's gut. Oh je. Schorsch tut es sehr leid, dass er Peppas Schloss umgehauen hat. Ist in Ordnung. Es war doch nur ein Unfall. Würde es euch nicht Spaß machen, alle zusammen zu spielen? Ja! Ich weiß, was wir spielen können. Alle helfen Peppa bei den Vorbereitungen für das Spiel. Puh. Und Schorsch teilt allen ihre Kostüme aus. Jetzt sind alle bereit. Das Spiel kann losgehen. Du meine Güte, wir brauchen Hilfe. Sind hier irgendwo tapfere Ritter? Brauchen Sie etwa Hilfe, Frau Königin? Keine Sorge, wir halten Sie auf. Mit Magie! Der Spielenachmittag bei Peppa und Schorsch macht allen großen Spaß. Kommen wir morgen wieder. Und alle lieben es, zusammen zu spielen. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte. Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Peppa! ja,
Super Peppa. Whee! Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir. Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier, Verzeihung. Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa, aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig?